Fast ein Jahr nachdem Mert Özyıldırım den NFC-Titel erobert hat, tritt er am 25. März in der Dortmunder Westfalenhalle zu seiner ersten Verteidigung an. Gegen Wunschgegner und Ex-Champion Mad Max Koga. In diesem einen Jahr ist viel passiert. Aus einem Respekt von Miteinander, zwei der besten Federgewichte Deutschlands, wurde ein giftiges, emotionales Duell, auf das ganz MMA Deutschland hinfiebert. Dies ist unsere Fight-Analyse. Seit seinem Debüt 2014 galt Mert Özyıldırım als große UFC-Hoffnung. Der Schützling von Peter Sobotta ist ein diszipliniertes Arbeitstier, das praktisch im Gym lebt und konnte seine ersten 8 Kämpfe in Folge gewinnen, unter anderem gegen starke Namen wie Mohamed Trabelsi und Can Aslaner. Im 9. Fight seiner Karriere sollte er vor heimischer Kulisse in Balingen gegen den späteren KSW- und Bellator-Kämpfer Michael Dubois sein UFC-Ticket lösen, wurde aber in der ersten Runde gestoppt. Özyıldırım musste neuen Anlauf nehmen und eroberte im April letzten Jahres bei NFC 8 den Federgewichtstitel von Jano Erritz. Schon vorher hatte er klargemacht, dass er seine erste Verteidigung gegen Koga bestreiten will, den er als eine Art Idol respektiert. Und ich weiß schon, der Einzige, der da in Frage kommt, Max Koga, wir erwarten dich in Balingen. Der Kampf wurde für NFC 10 im August angesetzt, doch Özyıldırım verletzte sich vorher im Training an der Schulter. Einige Wochen darauf kämpfte er dann bei Super League gegen den Tadschiken Karum Atulusufjew und musste einen Schluck seiner eigenen Medizin kosten. Sufjew kontrollierte ihn 3 Runden lang aus der Oberlage am Boden. Özyıldırım verlor. Koga fand all das überhaupt nicht lustig, schon gar nicht, dass er ein ganzes Jahr lang auf seine Titelchance warten musste. Und ich denke mir, Alter, das ist doch Verarsche, das kann doch nicht wahr sein. Weißt du, und ich bin der Depp, der dann da der rumsitzt und wartet und wartet und wartet. Es gab Wortgefechte, die Emotionen kochten auf beiden Seiten hoch. Nun ist der Kampf endlich da. Geht Özyıldırım mit der Niederlage im Rücken geschwächt in das Duell? Ich habe extrem Bock drauf. Ich habe richtig Bock drauf, es dreckig werden zu lassen. Dass wir uns zusammenschlagen, dass wir Cuts haben, dass wir bluten am besten Fall. Und am Ende steht dann der Stärkere. Der Balinger ist ein starker, offensiver Ringer mit perfekter Kondition, hat im defensiven Ringen aber Lücken, wie wir zuletzt gegen Sufjew gesehen haben. Eine Zeit lang setzte er in seinen Kämpfen verstärkt auf Striking, woran er massiv gearbeitet hat und konnte etwa im Hinkampf gegen Erenz durchaus mit dem versierten Kickboxer mithalten. Mert arbeitet vor allem mit den Fäusten, schlägt meist simple 1-2-Kombos, verfügt über gutes Timing und Distanz und bleibt viel in Bewegung. Seine größte Stärke waren aber schon immer seine Takedowns und Top-Kontrolle, auf die er auch gegen Koga setzen sollte. Kaum ein aktiver deutscher Kämpfer verfügt über die Erfahrung eines Max Koga. Der Frankfurter ist seit 2011 Profi und hat seitdem in jeder großen deutschen Organisation in Europa, Russland und in den USA gekämpft. Nach einer Herausforderung von Mohamed Trabelsi wechselte Koga 2021 von KSW zu NFC und nahm den Münchner im meistbeachteten Fight des Jahres den Titel ab, verlor ihn aber gleich in der ersten Verteidigung gegen Jano Erenz, der später in die UFC wechselte. Als der Titelkampf gegen Özyıldırım im Sommer platzte, stellte Koga sich dem Powerhouse Zafar Mosen und entschied einen actiongeladenen Fight nach Punkten für sich. Nun will er seinen Titel wieder. Koga gehört zu den physisch stärksten Federgewichten Deutschlands. Im Striking ist sein Stil geprägt von Muay Thai-Meister Mohamed Wali, dem Striking-Coach des MMA Spirit. Er fintiert viel, tänzelt und bewegt sich ständig, schlägt nach 1-2 Finten mit der linken oft direkt die rechte gerade, sein Money Shot. Koga bezeichnet sich zwar selbst als Allrounder, aber so versiert der Frankfurter im Stand auch ist, den Großteil seiner Kämpfe hat er per Submission entschieden, 11 insgesamt. Takedowns schießt er weniger von draußen, eher aus Clinch-Situationen. Das jahrelange Training mit Ringer Ass Saba Bolagi dürfte zudem auch defensiv eine Menge gebracht haben. Beide Kämpfer kommen zusammen auf 16 Submissions. Erwartet uns also ein Banger im Stand oder wird dieses Duell am Boden entschieden? Koga und Mert sind grundsolide Standkämpfer, die ihre eigentlichen Stärken aber am Boden ausspielen. Ein Duell im Stand wäre natürlich unterhaltsam, denn beide können gut mithauen. Ich glaube aber, Özyıldırım wird mit der Niederlage im Rücken nichts anbrennen lassen wollen und, wie schon im Rückkampf gegen Erenz, zügig den Takedown suchen und auf sicher spielen.
Zum Takedown sollte auch Koga gehen. Özyıldırım ist zäh und verfügt über ein gutes Kinn. Zudem hat Zufiev gezeigt, wie man dem Barlinger mit Takedowns und Kontrolle beikommen kann. Im Gegensatz zu Zufiev versucht Koga am Boden aber nicht nur zu kontrollieren, sondern sucht konsequent das Finish. Seine Top-Control und Ground-and-Pound sind extrem stark. Mert muss also unbedingt vermeiden, selbst runtergenommen zu werden, indem er sich viel bewegt, den Clinch mit dem physisch starken Frankfurter meidet und mit Schlagkombinationen Situationen für eigene Takedowns schafft. Wie auch immer dieser Kampf ablaufen wird, dies ist eines der absoluten Highlights des MMA-Jahres 2023 in Deutschland und Headliner einer geisteskrank stark besetzten Card. Wen habt ihr vorn? Schreibt es uns in die Kommentare und denkt daran, auf den Like-Button zu drücken. NFC 13 mit dem Titelkampf zwischen Mert Özyıldırım und Mad Max Koga seht ihr am 25. März in der Westfalenhalle Dortmund oder live im Pay-Per-View auf fighting.de oder als Basic-Mitglied bei Fighting auf YouTube. Tickets für die Westfalenhalle gibt es unter fighting.de/tickets. Das war's von mir. Bleibt gesund und haut rein. Es geht um diesen Gürtel und den will ich mir holen. Das ist das Einzige, was für mich zählt. Ich habe richtig Bock drauf, es dreckig werden zu lassen. Und am Ende steht dann der Stärkere.